Das gibt ganz ein grosses Kunstwerk. Wie gross ist es? 4,20 Meter. 4,20 Meter. Das ist nicht normal, ich arbeite nicht so auf grossen Format wie jetzt hier. Weil das ist einfach nicht transportierbar und so weiter. Ja, und das ist ein Auftrag? Ja. Ist auch in einem gewissen Sinne jetzt eine Herausforderung, weil ich muss zum Teil schon etwas anders arbeiten als sonst. Ich kann nicht so... ich brauche viel mehr Material und... zum Teil tue ich auch andere Techniken anwenden, als ich sonst mache, kleinere Bilder. Was bist du ursprünglich von Beruf gewesen? Ja, ganz zuerst Dekorateur, Müssenlehrer. Schaufensterdekorateur. Ja. Das war ein Horror. Hast du nicht gern gemacht? Ich habe nicht. Ich habe den Beruf von nie ausgeübt. Ich habe einfach die Stifte fertig gemacht. Und dann bin ich gerade wieder in die Kunstbergschule. Aber dann, zumal ich das gemacht habe, hat es einen Bern gemacht. Und da hat es zwei Lehrstellen gegeben. Für 20, die sie wollten machen. 20 Vorkursschüler wollten Grafiker werden, würde ich jetzt mal sagen. Ah ja. Bis ich gemerkt habe, dass die Lehrstelle vergeben sind, ist es dann schon spät. Aber das macht nichts, ich habe es einfach anders gemacht. Ich habe dann nachher, nach einem Auslandjahr bin ich dann nachher auf Basel in das Grafikatelier und habe mir dann dort eigentlich den Beruf halt auf